Gleich in mehreren Ländern Europas drohen Fluggästen Schwierigkeiten bei der Reise. Am Flughafen von Barcelona befindet sich das Sicherheitspersonal weiter im Streik. Es kommt zu Verzögerungen und Ausfällen. Auch viele Ryanair-Kunden könnten bald am Boden bleiben. In Irland sprachen sich die Piloten der Billig-Airline für einen Streik aus, sollte ihr Arbeitgeber nicht auf ihre Forderung nach höheren Löhnen eingehen. Ihre Kollegen in Großbritannien wollen Ende August und Anfang September an 5 Tagen die Arbeit niederlegen. Auch in Spanien und Portugal droht Ryanair-Personal mit Streiks.